Ja, wir haben uns ja alle schon persönlich begrüßt. Trotzdem nochmal guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass Sie der ja relativ kurzfristigen Einladung heute alle folgen konnten. Und ich hatte dem Kollegen Schäfer gerade gesagt, dass es jetzt überhaupt nicht mein Ansinnen an Sie ist, 20 Minuten darüber zu sprechen, was ich alles Tolles in den nächsten Jahren für Witten bewegen werde, sondern das wirklich bei etwa 90-Sekunden-Statement zu lassen. Für mich ist es ganz wichtig, in Ruhe hier im Amt anzukommen, die Mitarbeiter im Hause kennenzulernen, und damit meine ich ausdrücklich jeden Mitarbeiter auch persönlich zu begrüßen. Es ist nicht der Ansatz jetzt, ich muss die Amtsleiter und die Dezernenten kennenlernen und ins Gespräch kommen, sondern ich möchte ein Gefühl für das Haus insgesamt bekommen. Das gilt auch für die Organisationsstruktur des Hauses und das gilt für die Prozesse im Haus. Und wenn ich da einen guten Überblick bekommen habe, dann gehen wir in die Gespräche, was möglicherweise in der Struktur geändert werden könnte oder auch nicht. Aber auch das wird dann eine Teamentscheidung sein und nicht eine Entscheidung, die der Bürgermeister dann im Alleingang trifft. Und ich bin sehr optimistisch und gehe grundsätzlich mit einem deutlichen Vertrauensvorschuss meinerseits in diese Verwaltung, weil ich persönlich glaube, dass diese Verwaltung deutlich mehr kann, als viele Wittener das möglicherweise in den letzten Jahren wahrgenommen haben. Und für alles andere, jetzt haben wir, denke ich mal, ungefähr 90 Sekunden, ist es tatsächlich mein Ansinnen, dass Sie an mich die Fragen richten, die Sie bewegen, und nicht ich Ihnen einen Vortrag darüber halte, was ich jetzt gerade für richtig halte als Wortbeitrag. Und dann sowohl als auch. Ich glaube, dass teilweise falsch eingeschätzt wird, wie hoch der Arbeitsanfall in einzelnen Bereichen der Verwaltung tatsächlich ist. Man nimmt eine lange Wartezeit wahr, wenn man einen Bauantrag stellt und sagt, Mensch, wieso dauert das so lange, und ist natürlich persönlich verärgert darüber, dass es lange dauert. Aber man hat eben nicht den Blick hinter die Kulissen, um zu sehen, okay, woran liegt das? Ist vielleicht der Krankenstand bei einigen langzeiterkrankten Kollegen dafür verantwortlich, sind in Konkurrenz mit der freien Wirtschaft und im Konflikt eben mit dem Tarifrecht die Stellen alle zu besetzen, die eigentlich formal vorhanden sind? Oder ist es tatsächlich schwierig, aus dem Markt heraus diese Stellen zu besetzen, wenn die freie Wirtschaft für die gleiche Arbeit deutlich mehr Geld anzubieten in der Lage ist? Immer wieder in den letzten Monaten bin ich mit Themen wie Sicherheit, wie Sauberkeit und Ähnlichem konfrontiert gewesen. Das wird als negativ wahrgenommen, ohne dass man im Einzelnen die Ursachen tatsächlich nachvollziehen kann. Und ich glaube, dass die Verwaltung auch ein Stück weit einen neuen Impuls im Hinblick auf Mitarbeiterführung und tatsächlich das Miteinander zwischen den verschiedenen Ämtern, aber auch Ebenen gebrauchen kann. Ich halte das für völlig normal, wenn über einen sehr langen Zeitraum das Ganze an einer Person orientiert gewesen ist, dass dann auch Dinge eingefahren sind und dass Mitarbeiter vielleicht nicht ihr volles Potenzial abrufen, weil sie sich entweder nicht hinreichend wertgeschätzt gefühlt haben oder schlicht und einfach die Freiräume nicht gegeben worden sind. Und deswegen glaube ich, dass auch mit den vorhandenen Mitarbeitern, wenn auch an der einen oder anderen Stelle tatsächlich Personal nachgesteuert werden muss, deutlich mehr möglich ist, als tatsächlich ankommt. Und darin besteht eben der Vertrauensvorschuss. Das ist meine feste Überzeugung, und ich möchte dieses Potenzial im Haus zunächst mal heben. Und dafür eben auch den direkten Kontakt wirklich mit jedem Mitarbeiter, völlig unabhängig von den Hierarchieebenen. Ich habe jedem angeboten, es gibt den direkten Zugang zum Bürgermeister. Wenn einer eine Idee hat, wenn einer ein Problem hat, das muss nicht über die Ebenen laufen, sondern das kann eben direkt laufen. Ja, ohne Frage. Es gibt Dinge, die Stadt, glaube ich, relativ kurzfristig anders angehen kann. Das ist das Thema, ein Stück weit mehr Grün in die Innenstadt zu bringen. Da kann Stadt einen unmittelbaren Beitrag zu leisten. Wir haben die Möglichkeit, das Thema Sauberkeit, das jetzt in Corona-Zeiten mit weniger Frequenz in den Einkaufsbereichen natürlich auch ein Stück weit weniger relevant ist, weil einfach weniger Menschen auch weniger Müll produzieren.
Aber die Sauberkeit einer Innenstadt ist immer ein Attraktivitätsmerkmal. Da kann Verwaltung unmittelbar nachsteuern. Wir haben ja zunächst mal, was die Umsetzung angeht, eine Beschlusslage dazu, dass auf den Rathausplatz unmittelbar mehr Grün kommt. Wir haben die Idee und werden das auch umsetzen, tatsächlich mit Gabionen und anderen kleineren Maßnahmen, nicht im Hinblick auf ökologische Effekte, sondern tatsächlich auf, es entspannt das Auge und es schafft ein anderes Klima, als wenn man nur auf Steine guckt, in der Bahnhofstraße auch mehr Grün zu realisieren. Das ist das eine. Was das Thema Sauberkeit angeht, ist das eine Frage, die ich mit den Kollegen, insbesondere im Betriebsamt, auch besprechen werde, wie man das umsetzen kann. Wenn das am Ende des Tages tatsächlich heißt, dass man auch über Personal reden muss, dann ist das so. Aber dann ist das ein Investment seitens der Stadt in die Stärkung der Innenstadt. Und dann halte ich das auch für tragfähig. Aber ich habe ja eingangs gesagt, da waren Sie nicht zugegen, dass ich mir in Ruhe die Organisationsstruktur angucke, die Prozesse und die Personen, und dass man danach über Problembereiche, die definiert sind, ins Gespräch geht. Und zwar als Team und nicht, ich bin derjenige, der sagt, so hat es zu sein, sondern gemeinschaftlich nach einer vernünftigen Lösung zu suchen. Zu Ihrer Frage, Frau Wiedfeld, Innenstadt gehört für mich auch das Thema oder das Gefühl subjektive Sicherheit dazu. Wir haben das in den vergangenen Monaten ja mit einer deutlich steigenden Präsenz wahrgenommen, dass problembehaftete Jugendliche durch ihr Verhalten dazu beigetragen haben, dass insbesondere der Bereich der oberen Bahnhofstraße und des Kornmarktes als zumindest Wohlfühlzone nicht mehr wahrgenommen worden ist. Ich halte das aber gerade für den zentralsten Bereich unserer Stadt für enorm wichtig. Fußgängerzone, aber die Jugendlichen haben sich ja primär hier oben versammelt. Ich habe vor 4 Wochen die erste direkte Ansprache nach der Stichwahl an die Jugendlichen gehalten, freitags nachts, indem ich ihnen gesagt habe, ab 1. November sehe ich dieses Problemverhalten sehr kritisch. Nicht, dass sich junge Menschen Bereiche suchen, in denen sie sich aufhalten, aber die Art und Weise, wie man sich benimmt, trägt eben zum guten Miteinander bei oder dazu, dass man darauf entsprechend reagieren muss. Dazu ist auch schon für Dezember ein erstes Gespräch mit dem PI-Leiter hier, mit Herrn Becker, vereinbart. Das wird eine Querschnittsaufgabe für viele Ämter sein und auch für die Polizei, dass man gemeinsam dafür Sorge trägt, dass das subjektive Sicherheitsgefühl vollumfänglich wiederhergestellt wird. Auch das ist etwas, worauf Stadt zumindest im Zusammenspiel mit Polizei einen unmittelbaren Einfluss hat. Was die Immobilie Kaufhof angeht, da habe ich zunächst mal jetzt einen anderen Gesprächstermin. Da geht es um die Mitarbeiter, nicht um das Objekt. Sowohl mit der Geschäftsführung als auch mit dem ehemaligen Vorsitzenden des Betriebsrats. Das ist für nächste Woche anberaumt, wo wir gucken, dass wir für die Mitarbeiter möglichst gemeinsam eine vernünftige Lösung finden. Das Objekt langfristig gut zu bewirtschaften, ist Kernaufgabe, dass Stadt und damit auch der Bürgermeister dabei behilflich sind. Ich bekomme viele Ideen, was man da machen kann. Die letzte gestern Abend per E-Mail aus der Schweiz, wo ein ähnliches Objekt bewirtschaftet wird, das vom Handel aufgegeben worden ist. Ich schaue mir das noch in Ruhe an. Das ist nahezu ein komplettes Konzept, was man mir dazu geschickt hat. Ob man das aus meiner Einschätzung dann in den Diskussionsprozess auch einspielen kann. Aber es gibt viele Ideen dazu. Wir haben jetzt leider unter Corona-Bedingungen natürlich vieles, was nicht geht. Aber es besteht auch Konsens darüber. Ich bin ja auch Kulturdezernent jetzt geworden. Hatte schon entsprechende Gespräche auch mit Jasmin Vogel, der Vorständin des Kulturforums, die ja schon mit ihrer Einstellung beabsichtigt hat, deutlich aus den Instituten heraus in den Raum Stadt Kunst und Kultur zu bringen. Das war jetzt leider nicht möglich unter Corona-Bedingungen. Aber ich glaube, dass auf diesem Wege mehr Kultur tatsächlich auch in die Einkaufsbereiche zu bringen, ein Mehrwert geschaffen wird für Menschen, diese Bereiche auch tatsächlich aufzusuchen. Denn das kann Onlinehandel nicht. Wir haben leerstehende Ladenlokale, die bespielt werden können. Wir haben aber auch Freiräume, die bespielt werden können. Und ob das jetzt als Einzelevent funktioniert oder ob man über Installationen einfach eine Aufwertung des Bereiches auch schafft parallel,
Wir haben nicht eine Struktur wie Hattingen mit einer mittelalterlichen Altstadt, die wir vorfinden. Bochum hat das auch nicht. Bochum hat aber sehr viel Gastronomie, relativ konzentriert. Das hat einen hohen Attraktivitätswert. Wir haben überschaubares Angebot an Gastronomie. Ich glaube, das muss noch deutlich besser werden, weil tendenziell der Anteil des Handels für die Belebung der Innenstadt zurückgehen wird, weil ich nicht glaube, dass wir die Uhr zurückdrehen können, was das Thema Onlinehandel angeht. Und weil damit verbunden die Konkurrenz zu den Oberzentren auch immer schwieriger wird. Aber ich glaube, dass Gastronomie und auch gerade sowas wie Erlebnisgastronomie immer tauglich ist, um Menschen anzuziehen. Dazu müssen wir aber ein breites Angebot haben. Es nützt nichts, einen Laden hier zu haben, den anderen ein paar hundert Meter weiter und einen, der jetzt leider aufgrund des Umbaus nicht bewirtschaftet wird, den Ratskeller. Das schafft für sich alleine keine Attraktivität, sondern gerade ein breites Angebot schafft nicht nur Wettbewerb, es schafft eben auch Zuzug von außen. Es ist eine Abstimmung mit den Füßen. Möchten die Wittener eine attraktive Stadt vorfinden, dann müssen sie in dieser Stadt ihr Geld ausgeben. Also es nützt nichts zu sagen und zu klagen, das habe ich nicht, das hätte ich gerne, das mache ich nicht. Wenn ich nicht hingehe, wenn ich nicht mit den Füßen für unsere Stadt abstimme, dann kann der Bürgermeister machen, was er möchte, dann wird er am Ende des Tages keinen Erfolg haben. Ich glaube, ein Bermuda-Dreieck ist sehr ehrgeizig, aber wenn man sich anguckt, dass eine Stadt wie Hattingen mit 58.000 Einwohnern sehr viel Gastronomie in einem Radius von, ich sag mal, 250 Meter Luftlinie hat, dann glaube ich schon, dass in Witten deutliches Entwicklungspotenzial in der Hinsicht vorhanden ist. Und man kann die Eigentümer der Objekte auch bitten, im Interesse der Stadt und auch in ihrem eigenen Interesse, wenn sie nicht nur Verlust produzieren möchten, sondern tatsächlich auch langfristig eine Rendite erwirtschaften, die Ladenmieten so anzupassen, dass es tragfähig ist für Unternehmen. Aber das ist auch der Rahmen, in dem Stadt agieren kann. Denn es wäre ein Eingriff ins Eigentumsrecht, den Deutschland in seiner Verfassung nicht vorsieht, wenn eine Kommune Ladenmieten vorschreiben würde. Ich glaube, dass ich am Wahlprogramm von meiner Seite aus, wenn Sie mich fragen, was möchte ich umsetzen, dann ist das eins zu eins so. Ich glaube, dass die IGA 2027 eine große Chance in der Entwicklung nochmal des Ruhrtals für uns bietet. Wir haben seit vielen Jahren in der Stadtentwicklung die Vorstellung, Witten näher an die Ruhr zu bringen. Es wird jetzt viele Fördermittel geben, das ist auch gut so, um tatsächlich die Ruhr als Naherholungsbereich für die Wittener weiterzuentwickeln. Wir haben in diesem Zusammenhang auch das Thema Naturfreibad, das ja zumindest vor der Wahl mit einem Konsens von SPD und CDU auf den Weg gebracht werden sollte. Wir haben die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes, was ich für ganz wichtig halte, nicht nur unter Aspekten des Umweltschutzes und um insbesondere auch das Thema Luftreinheit in der Innenstadt noch mal deutlich voranzubringen. Wir haben das Thema ÖPNV. Da sind wir als Stadt nicht für zuständig. Ja, das ist Kreisangelegenheit, das ist ja richtig. Aber wir haben natürlich über unsere Kreistagsmitglieder aus den einzelnen Fraktionen die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Der ÖPNV soll gestärkt werden. Da stehe ich auch persönlich für. Ich glaube, dass wir weniger motorisierten Verkehr in der Innenstadt erleben werden. Nicht, weil Kommune das verordnet, sondern weil ich glaube, dass wir in der Lage sind, eine Angebotsstruktur zu schaffen im ÖPNV mit einem Radwegenetz und weiteren Maßnahmen, dass der Verzicht auf Individualverkehr eine Konsequenz daraus ist. Also es geht nicht um Verbote oder um Gebote, sondern um Angebote, die so attraktiv sein müssen, dass die auch genutzt werden. Wir haben im Bereich der Gewerbeflächenentwicklung die Sanierung der Thyssen-Deponien an und da dann eine entsprechende Gewerbeansiedlung hinzubekommen, die mehr Arbeitsplätze in Witten sichert oder neu schafft und auch dem Handwerk, das ja in den letzten Jahren vielleicht nicht immer so wahrgenommen worden ist mit seinen Erweiterungswünschen auch und teilweise auch Problemlagen in Siedlungsbereichen, wo man heute kein Handwerk mehr ansiedeln würde, wenn es um emissionsschutzrechtliche Aspekte und Ähnliches geht. Auch die brauchen Entwicklungsmöglichkeiten. Da stehe ich für.
Also ich sehe nicht, dass ich Abstriche aus dem Wahlprogramm vornehme. Und ich glaube, dass es viele Bereiche gibt, bei denen es ein gemeinschaftliches Interesse einer Mehrheit im Rat gibt, diese Themen auch voranzubringen. Ich bin optimistisch, wenn man sich die Wahlprogramme und den Wahlkampf ansieht, dann gab es einige Themenbereiche, die nicht nur die großen, sondern auch mehrere der kleinen ausdrücklich getragen haben. Das sind Themen wie vernetzte Mobilität, das ist die Elektro-Ladeinfrastruktur, das ist das Teilkonzept aus dem Mobilitätskonzept bezogen auf den Radverkehr. Das ist grundsätzlich, wir haben einen sehr breiten Ratsbeschluss gehabt zum Klimaschutz im vergangenen Juni, von dem ich nicht sehe, dass irgendeine Fraktion sich davon entfernt hätte. Also wir haben eine ganze Menge Themen, von denen ich glaube, dass die konsensfähig sind, wo es vielleicht unterschiedliche Ansätze bei den Zeitfenstern gibt, in denen das umgesetzt werden soll, aber bei denen die Themen als solches nicht in Frage stehen. Und von daher glaube ich schon, dass man nicht nur mit den drei großen Fraktionen, sondern auch mit den anderen Fraktionen relativ schnell Bereiche definieren kann, die mehrheitsfähig sind und damit auch in die Umsetzung gehen können. Also ich betrachte trotz 10 Fraktionen die Ausgangslage durchaus positiv, weil ich glaube, dass es ein Ideenwettstreit am Ende des Tages ist, dass keiner eine eigenständige Mehrheit hat und insofern vielleicht das sogar eine Chance bietet, dass sich die beste Idee durchzusetzen vermag, weil sie in der Sache überzeugend vorgetragen ist. Und nicht eine, zwei oder drei Fraktionen für sich in Anspruch nehmen, aus ihren Diskussionen heraus die richtige Lösung zu haben und mit der sicheren Mehrheit im Rücken die auch durch den Rat bringen können. Also ich betrachte das als Herausforderung, aber ich betrachte es auch als Chance. Also welche Straßen möchte ich angehen? Es gibt eine Prioritätenliste, die können wir Ihnen auch gerne zur Verfügung stellen. Da ist festgelegt, in welcher Reihenfolge die Sanierung der Straßen erfolgt, und zwar sehr detailliert. Wenn Sie die Herbeder Straße ansprechen, muss man immer gucken, wer ist in der Zuständigkeit, also wer ist tatsächlich Träger der Baulast, und das ist in dem Bereich, der verärgert nicht die Stadt. Insofern kann man zu Recht beschreiben, dass die Situation unbefriedigend ist. Aber die Innenstadt, der Abschnitt bis zum Kreisverkehr, wenn Sie den Bereich meinen, der ist ja in der Prioritätenliste aufgenommen. Vielleicht ist es eine Erwähnung wert, dass ich meine Vorgängerin das letzte Mal in der letzten Septemberwoche gesehen und gehört habe. Insofern gab es keinen wie auch immer gearteten ordentlichen Übergang, sondern der Oktober ist ins Land gegangen mit sehr viel Unsicherheit für die Beteiligten, ob sie die Prozesse, die angestoßen waren, so weiterdenken können oder nicht. Und ich befinde mich tatsächlich an Tag 4, wo durchaus die Chance bestanden hätte, schon deutlich weiter zu sein, wenn man das Prozedere, das normalerweise in den allermeisten Städten üblich ist, nämlich dass es nach der Wahl, wenn es einen Wechsel gibt, einen geordneten Übergang gibt. Witten hatte das nicht. Von daher kenne ich das aus anderen und habe das auch von Kollegen im Amt so wahrgenommen, wo es Wechsel gegeben hat, dass der scheidende Amtsinhaber oder die Amtsinhaberin eben diesen Übergang sehr begleitet hat, Gespräche aktiv zustande gebracht hat, damit man auch Sicherheit schafft für Verwaltungsmitarbeiter, dass die eben nicht im rechtsfreien Raum, der eine ist noch nicht im Amt, darf ich jetzt mit dem reden, darf ich nicht, darf ich schon mal Probleme ansprechen, ist das unter Umständen dann für mich schwierig, aus beamtenrechtlicher Sicht zum Beispiel. Das kann man anders gestalten, das ist eigentlich auch üblich, hat hier aber nicht stattgefunden, weil ich finde, nach 16 Jahren im Amt, und ich bewege mich ja auch nicht erst seit gestern in der Politik, ich weiß, wie hoch der persönliche Aufwand ist und dass man auch deutlich für sich selber und sein Privatleben Einschränkungen in Kauf nehmen muss, wenn man so ein Amt ausübt. Und wer das 16 Jahre macht, der verdient schon alleine auf dieser Ebene Respekt. Und für mich wäre es eine Selbstverständlichkeit dann auch gewesen,
eine Verabschiedung vorzunehmen. Aber von meiner Seite aus würde ich das durchaus noch machen wollen. Ihre Amtskollegen in anderen Städten haben mir gesagt, dass Sie 3 Jahre gebraucht haben, um sich in das Amt einzuarbeiten. Sie waren schon vorher im Rat und auch stellvertretender Bürgermeister. Wie lange wird es bei Ihnen dauern, bis Sie alles durchlaufen haben, was so in so einem großen Rathaus mit so vielen Mitarbeitern passiert? Spannende Frage. Ich weiß nicht, ob das 3 Jahre brauchen muss. Ich denke, dass ich nach 3 Monaten eine Übersicht über die Struktur habe. Ich glaube, man ist aber auch nach 3 Jahren nicht am Ende des Lernens angekommen. Ich fände das sehr bedauerlich. Wenn man das jetzt auf meine Vorgängerin reflektieren würde, dann müsste man ja sagen, wenn man ihr eine mittlere Entwicklung unterstellt hätte, sie hat 3 Jahre gelernt und dann nichts mehr. Das war nicht mein Eindruck. Also ich glaube tatsächlich, auch ein Bürgermeister darf ständig dazulernen, ist auch gut beraten, das zu tun. Aber ich glaube nicht, dass es 3 Jahre braucht, um im Amt anzukommen. Wie sieht es denn aus mit Ihrem Baustellenmanagement, das wir Sie anstoßen wollen? Das stand ja auf Ihrem Programm. Wie soll das denn aussehen? 13 Uhr habe ich einen Termin mit dem Stadtbaurat. Eines der Themen ist, wie kann man Baustellen organisieren? Mir liegt das am Herzen, deswegen ist das eines der ersten Themen, die ich intern aufnehme. Ich bin mir völlig darüber im Klaren, dass ich als Bürgermeister wenig Einfluss darauf habe, wenn es überregionale Projekte sind, die machen ihre Baustellen. Und die einzige Hoffnung in der Abstimmung ist, sich da besser ins Benehmen zu setzen, dass man frühzeitig die Hinweise bekommt, wann planen die was. Und die Konsequenzen für die Stadt damit bedenken kann bei eigenen Maßnahmen. Das ist das eine. Das andere ist, wie organisiere ich konkret den Ablauf und auch den Bauzeitenplan? Das hängt dann aber auch mit Ausschreibungen tatsächlich zusammen. Das heißt, das, was jetzt schon im Bau befindlich ist oder vergeben, lässt sich nur sehr bedingt dann noch nachjustieren. Aber bei neuen Projekten hat man sehr wohl die Möglichkeit, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Beeinträchtigungen für die Wittener deutlich geringer sind. Und sich darüber mit den zuständigen Kollegen im Fachdezernat ins Benehmen zu setzen, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich stehe auch viel zu viel auf Wittenstraßen. Es ist zwar umweltfreundlich, die Beete an den Straßen wuchern zu lassen, aber es gab in Wittenstockholm einen Verkehrsunfall, da ist Kind angefahren worden, weil die Verkehrssituation so war, dass die Beete und die Sträucher da drin so hoch waren, dass man quasi nicht auf die Straße schauen konnte und auch das Kind übersehen wurde. Ist das jetzt irgendwie eine umwelttechnische Geschichte, dass man die jetzt nicht mehr pflegt oder konzentriert man sich mit der Pflege auf die Innenstadt, dass die Innenstadt sauber ist, aber nicht mehr die Stadtteile? Es gibt in der Planung festgelegte Intervalle, wann welche Grünflächen geschnitten oder zurückgeschnitten werden. Insofern, ob das angemessen ist oder nicht, ich bin nicht der Fachmann in diesem Bereich. Das kann ich gerne mit den Kollegen besprechen. Aber in welchen Intervallen das Sinn macht und wie schnell welche Bepflanzung wächst, das zu wissen, ist auch, glaube ich, nicht meine Aufgabe. Dann hätte ich eine Frage zum schnellen Internet. Das ist ja immer ein großes Thema, gerade bei, wenn viele Leute im Homeoffice arbeiten. Witten ist da, liegt zurück im Vergleich auch zu den Städten wie Wetter oder Herdecke bei dem Ausbau des schnellen Internets. Wie können Sie darauf Einfluss nehmen? Das ist eigentlich eine Kreisangelegenheit, aber wie kann sich dann die Stadt da auch nochmal einmischen und das unterstützen? Also die Stadt hat in Teilbereichen einen deutliche Steuerungsmöglichkeiten. Ich hatte vorhin im anderen Zusammenhang Gewerbeflächenentwicklung angesprochen. Wenn ein neues Gewerbegebiet eingerichtet wird, da von Anfang an für eine schnelle Versorgung zu sorgen, da kann Kommune deutlich steuern. So, das haben wir auch im Verbund mit TMR zum Beispiel, wo wir tatsächlich die Möglichkeiten haben, dann auch für schnelle Anschlüsse zu sorgen. In dem Zusammenhang, wenn es um Gewerbegebiete oder Gewerbe geht, muss man allerdings auch deutlich sagen, technisch kann man das häufig realisieren, praktisch kostet das aber auch. Und wenn man ein sehr schnelles Internet haben möchte und dafür dann unter Umständen aber 500 € oder auch im Einzelfall mehr aufwenden muss, dann sinkt das Interesse,
häufig und man kommt auch mit 100 MBit hin. Da muss man also sehr genau drauf schauen. Der Wunsch grundsätzlich, dass das Angebot da ist, heißt nicht zwingend, dass man auch bereit ist, die Kosten, die daraus resultieren, dann tatsächlich zu tragen oder nicht dem Wunsch deutlich zurückfährt, wenn man sieht, dass es Geld kostet. Aber wie gesagt, bei der Entwicklung neuer Gewerbeflächen, und da haben wir ja nicht viel in Witten, aber die Entwicklung der Thyssen-Deponie wird ja kommen, da kann man das realisieren. Ansonsten gibt es eine Vielzahl von Bundesprogrammen insbesondere, um den Ausbau deutlich zu fördern. Und da sind wir im Gespräch. Also wir werden schneller auch, ich kenne das Städteranking genauso wie Sie vermutlich, da Nachholbedarf besteht. Da bin ich bei.